Moin und willkommen zurück im Bier-Pro-Modus von NHL 13. Wieder mal im GM-Büro, und zwar drei Spiele haben wir hinter uns, noch ein Spiel und wir sind Sieger, obwohl wir verloren haben. Genau die Leistung, die er sich oft hatte. Die Seahawks beenden die Gruppenphase und ziehen direkt ins Finale ein. Ja, wir dürfen noch nicht so früh verhalten. Vielleicht müssen wir nochmal gegen die Oil Kings oder gegen die Knights. Und wenn wir großes Pech haben, müssen wir nochmal gegen die Cataractors. Edmund hat Scheunigan aus dem Montreal Cup Turnier geworfen. Und die Cataractors haben die Oil Kings rausgeworfen. Also spielen wir nochmal. Nicht gegen die Oil Kings, die haben die Knights rausgeschmissen. So. Ja, spielen wir halt nochmal gegen die Oil Kings. Gegen die hatten wir ja im ersten Spiel in der Overtime gewonnen. Und wir spielen wieder zu Hause. Finde ich nicht gut. Zu Hause habe ich bisher verloren. Nur als Gastmannschaft haben wir gewonnen. Ja, und wieder in die Ladezeit. Hoffentlich gewinnen wir das jetzt. Wäre auf jeden Fall nicht verkehrt, wenn wir jetzt noch als Cup-Sieger vom Feld, vom Eis gehen. Aber wie gesagt, wir haben 3:0 verloren gegen die Cataractors. Und die Oil Kings haben die Cataractors vom Eis gefegt. Gut, wir haben die Oil Kings aber schon mal vom Platz gefegt. Also jetzt kommt das Finale. Oil Kings gegen Sea Dogs. Das Rückspiel um den Memorial Cup. Und den Bulli haben wir gewonnen. Und jetzt ganz ruhig bleiben. Und konzentriert. Und da haben wir den Puck verloren. Ja, die spielen auch sehr ruhig. Auf jeden Fall Fehlpass. Egal, können sie wieder haben. Und da haben wir ihn wieder. Keul wieder. Er wirft sich sehr gut dazwischen. Ja, und da haben wir den Puck auch wieder verloren. Ja, Foster an die Bande gedrückt. Reinhardt spielt ihn mit dem Fuß an Vruk weiter. Bisschen blockieren den guten Mann. Und da werde ich auch blockiert. Und verliere auch den Puck. Egal, wir haben ihn da wieder. Und jetzt ganz, ganz schnell nach vorne. Am besten so viele Tore wie möglich am Anfang schon schießen. Wenn denn auch mal jemand trifft, insbesondere ich. Ich treffe irgendwie nie. Und den Puck erobern kann ich irgendwie auch nicht. Da bin ich noch zu Rookie-mäßig. Ja, pass auf Krox. Ah, da kriegt einer von uns den Puck auf den Hintern gezimmert. Jetzt wieder Joko. Joko schießt und schießt daneben. Ja, jetzt habe ich ihn und... Ah, hat er mit dem Handschuh gepackt. Hier wieder Pass zu Reinhardt. Und da habe ich ihn wieder. Und... Ah! Komm schon! Nein! Joko! Ah, Konfuzius! Joko, mach! Mach was! Himmel, Arsch und Zwirn ist das hier ein Tohu Wabohu! Ah, Fehlpass! Mist! Ja, und da habe ich mir den Puck erstmal wieder angeeignet und jetzt schießen wir einfach mal drauf, was natürlich vollends in die Hose geht. Dann machen wir Rückpass. Schuss. Nein. West. Komm schon. Was sollte das denn? Und wieder Angriff von uns. Daneben. Und ich glaube, der war für mich. Egal. Ich gehe erstmal auf die Bank, mich ein bisschen ausruhen. Muss ja auch mal sein. Tja, schön, wie du da draußen Passwege blockierst. Nicht irgendwie, wie ich gutes Passspiel gemacht habe oder aufs Tor geschossen habe. Ja gut, ich habe kein Tor gemacht. Ja, noch 6 Minuten 55 im ersten Drittel. Hier im Memorial Cup Finale. Mal gucken, bin ich wieder am Bulli? Ja, ich bin wieder am Bulli. Und
Hat geglückt. Joko stand diesmal im Weg. Sonst bilden es ja meistens immer ich. Da hat einer seinen Schläger verloren. Kann den mal jemand vom Feld nehmen. Oh, da haben wir den gerade scheiße verloren, sag ich mal. Ah, da steht er seinem eigenen Teamkollegen im Weg. Finde ich gut. Komm her, du. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Gut abgeblockt, Goalie. Sehr gut gemacht. Und ich hatte ihn. Warum habe ich ihn nicht weitergeführt? Egal. Erstmal rum und Eck. Ja, und da habe ich ihn. Ich gebe ihn direkt an Joko weiter über Umwege. Er schießt. Ging aber leicht in die Hose. Joko wieder im Puckbesitz. Weiß zwar nicht, was das jetzt sollte, aber sei es drum. Cooper. So, hauen wir den einfach mal vorne. Beine. Und ich merke, ich bin schon wieder ein bisschen lau in der Lunge. Deswegen ab auf die Bank. Weiter Füße spielen. Jawohl, Chef. Ich packe das Brecheisen aus. Und den Baseballschläger auch noch. Tor! Wunderbar! Wer war's? Dann müsste hier dieser Belliot, oder wie der sich schimpft, heißen. Noch 1:07. Ja, Maxim, ne, Villameire. Schön gemacht. Sehr schön gemacht. Noch 1:07 und wir führen. Wir sind in Führung im Finale des Memorial Cups. Ah, ich fiebere hier richtig mit. Das hört man wahrscheinlich auch. Ah, ist das geil. Übertrieben gesehen. Nicht, dass er jetzt irgendwas Falsches von mir denkt oder so. Aber ich finde das jetzt richtig genial. Noch 7 Sekunden. Die letzten Sekunden laufen hier im ersten Drittel. Und wir führen 1:0. Und es gibt 2,8 Sekunden vor Ende noch einen Bulli. Und ich bin wieder auf dem Eis. Und ich sollte mir gleich mal ein Baldrian-Thema kochen, weil mein Blutdruck gerade... Und ich blockiere mal wieder den Gegner. Joko schießt, aber hat sich eh gegessen. Erstes Drittel. So, jetzt habe ich's. Rum, es steht 1:0 für die Sea Dogs. Und mein Blutdruck steht unter der Decke. Und ich weiß gar nicht, wieso. Egal. Ich bin wieder auf dem Eis und den Bulli habe ich verloren. Egal. Ja, da wird einmal rund ums Eck gespielt. Vor allem rund ums Eck. Hier gibt es keine Ecken im Stadion. Hier gibt es nur Rundungen. Und wieso nehme ich mir diesen Puck jetzt nicht? Ich weiß es nicht. Egal, wir führen 1:0. Da kann man so einen kleinen Fehlpass auch mal verschmerzen. Aber auch nur ein, zwei Mal. Dann ist es nicht mehr lustig. Es gibt einen Bulli. Mal gucken, wie es jetzt abgeht. Und haben wir wieder verloren. Und es, ja, es gibt noch einen Bulli. Mal gucken, wie dieser jetzt hier ausgeht. Und wieder verloren, das darf doch nicht wahr sein. Wieso verliere ich die Bullis andauernd? Also jetzt zumindest. Ging noch am Anfang hier besser. Und da habe ich den Puck. Was abseits? Ich hatte den Puck. Mir kann es egal sein. Wer war da im Abseits? Egal, es gibt noch einen Bulli. Mal gucken, ob ich den jetzt für mich entscheiden kann. Und... Nein, wieder verloren. Ach, das darf nicht wahr sein. Vruk hat die Scheibe... Was macht er? Pass. Ja, wunderbar dazwischen. Rosel jetzt. Und er stürmt und schießt und daneben. Und jetzt kommt der Sturm auf unser Tor hier mit Kreuz. Wunderbar gemacht von Rosel. Er hat ihn einfach umgefegt. Aufpassen, dass ich wieder im Abseits gleich lande. Und Schuss und... Nein, das ging voll in die Hose. Gegner hier wieder. Spannung pur hier, auch wenn ein
wir mit einem Tor in Führung sind. Es ist trotzdem spannend, weil wenn die ein Tor schießen, steht es unentschieden. Der Trainer hätte ganz gerne, dass ich hier mal auf die Bank komme. Kann er haben. Sonst pfeife ich nachher wieder aus dem letzten Loch und falle noch halb tot um. Muss besser laufen, wir dürfen keine Bullis mehr verlieren. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Das muss er mir nicht sagen, das sehe ich selbst. Egal, auf jeden Fall. Angriff hier von... Und Schuss und... Nein! Bulli! Es gibt wieder einen Bulli und ich hoffe, ich muss da jetzt nicht raus, weil irgendwie tue ich mich jetzt schwer mit den Bullis. Nein, ich will jetzt keine Wiederholung sehen. Ich will weiter! Na, Trainer will mich noch auf der Bank behalten. Kann auch gerne tun, ich bin eh noch nicht... Und Tor! Jawohl! 2:0! Wer war's? Imaginäres High Five für Danik Gauthier! Ja, Tor, was für ein schönes Ding, den hat er aber reingezogen. Und ich bin wieder auf dem Feld. Das imaginäre High Five wurde durchgeführt. So, jetzt geht mein Blutdruck allmählich wieder ein bisschen nach unten. Wir führen 2:0, das ist eine respektable Führung. Komm, ich will jetzt auch mal ein Tor schießen oder den Puck verlieren. Toll. Egal, 9 Minuten und noch ein paar zerquetschte zu spielen hier im zweiten Drittel. Ah, da wird einer von uns einfach ganz rüde von den Beinen geholt. Auf jeden Fall kein Tor kassieren. Oberste Priorität. Ja, Schuss nach vorne. Einfach mal ins Blaue geschossen zu Love. Ivanik. Schön abgeblockt. Hier wieder Russel. Er schießt aber der Handschuh des Goalies ist einfach schneller. Und der Trainer hat mich auf die Bank geholt. Achte auf Puckverluste. Ja, ich kriege irgendwie nur negative Sachen hier. Was hat er denn sonst? A plus, B und C plus. Ah, es geht ja noch. Egal. Es steht 2:0. Noch 5 Minuten 40 im zweiten Drittel. Und es gibt einen Bulli. Mal wieder. Egal, ist ja nichts Schlimmes. Davon geht die Welt nicht unter. Ich bin auf dem Eis, also die Welt geht unter. Weil ich den Bulli schon wieder verloren habe. Egal. Jetzt schieß doch, Mensch. Und Joko, nein, Nachschuss sitzt nicht. Ja, und Joko hat ihn. Schießt ihn nach vorne. Ja, ich versuche da irgendwie aus irgendeiner komischen Position aus aufs Tor zu schießen, was natürlich keine Früchte trägt. Egal. Warum habe ich ihn jetzt nicht abgefangen? Egal. Und da hab ich die Scheibe wieder. Jetzt wemsen wir da mal. Oder auch nicht. Das gibt's doch nicht. Das ist ja... Ich werde ja von Spiel zu Spiel hier immer Oh. Nachschuss? Nein. Ach. Pass hier zurück. Die machen mich nervös, die Gegner. Ich mach mich gerade sehr nervös, dass die überhaupt den Puck haben. Hier ist Sonntag und ich hab die Scheibe nach vorne. Joko, komm schon. Joko. Na, Joko steht im Weg. In den letzten Sekunden. Jetzt bloß nicht schlapp machen. 3, 2, 1 und... Oh Gott sei Dank. Ja, das zweite Drittel ist vorüber. Steht 2:0. In jedem Drittel ein Tor. Damit kann ich sehr gut leben. Ich glaube, die Fans hier zu Hause in St. John auch. Das letzte Heimspiel
Das war ja eine halbe Katastrophe. Mit 3:0 verloren. Gott sei Dank muss ich hier nicht nochmal gegen die Cataractors. Dann hätte ich wahrscheinlich auch wieder einen Abzug gekriegt. In All Kings kann ich sehr gut leben. Dass ich keine Tore schieße, damit kann ich allerdings nicht leben. Aber das ist mir sowas von egal. Hauptsache, das Team gewinnt. Es ist eine Teamsportart, keine Einzelsportart. Und das ist auch gut so. Ja, und da wird das Vertrauen mal wieder in mich gesetzt, hoffentlich. Joko stand im Abseits. Ach, verdammte Axt. Egal, passt schon. Und ich sitze wieder auf der Bank. Der, ja, tolle Schüsse. Der Trainer hat anscheinend die Schnauze voll von mir auf dem Eis. Egal. Erfrischen. Ein Wasser trinken, Hotdog essen und was es nicht noch alles in diesen Eishockeystadien gibt. Gut, zwischendurch kann man auch nochmal aufs Klo gehen. Bei den Cataractors war ich auch zwischenzeitlich auf dem Klo, nämlich zum Kotzen, weil wir so scheiße hinten lagen. Entschuldigung für das Wort. Aber egal, und na, macht mir keine Scheiße da hinten. Er steht nur erst 2:0 und da hat, ja, hebt dein Schläger schön wieder auf. Ja, haut den mal da hinten mal einer um. Juhu, gehalten. Ja, genau, sichern. Bulli ist immer gut. Da wechselt der Trainer ganz gerne immer aus. Vielleicht komme ich ja noch ein bisschen aufs Eis. Ja, Charles Oliver Russell. Kravems hat er den da umgehauen, aber das ist jetzt erstmal wurscht. Das heißt, es ist erstmal wieder Bullis gewinnen. Mal gucken, ob es hinhaut. Jawohl! Bulli gewonnen. Und einfach mal schießen ins Blaue rein. Egal. Joko hat ihn. Und du geh mir von der Pelle, du Arsch. Ah, warum bin ich in die andere Richtung gegangen? Das darf nicht wahr sein. Egal, jetzt heißt es erstmal Puck sichern. Und Gegner umhauen. Und wir haben ihn. Joko schießt, schießt daneben. Oh, jetzt ganz schnell wieder zurück ins eigene Drittel, bevor die hier noch Mist machen. Und da habe ich ihn auch. Ja, Fehlpass. Shit. Jetzt hatten wir wieder Crocs. Und ich stehe irgendwie immer zur falschen Zeit am falschen Punkt. Ja, Bulli, wunderschön gemacht. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal vom Feld, würde ich sagen, weil der Trainer mich vorhin schon runter haben wollte, sonst hätte das da oben nicht aufgeblinkt. Ja, weiter physisch spielen. Noch 10 Minuten 28 im dritten Drittel. Hier in St. John bei den Sea Dogs. Gegen die All Kings. Aus keine Ahnung, hab ich schon wieder vergessen. Ja, der Poros Geilev. Ich hoffe, ich spreche die ganzen Namen überhaupt richtig aus. Schuss und nein. Und es gibt wieder einen Bulli. Noch 8 Minuten 42, also noch Overtime. Hoffe ich, kommt nicht. Und ich bin wieder auf dem Eis. Das ist schön, das ist toll. Und Bulli gewonnen. Und ich gehe lieber raus dem Weg, wenn er schießen will. Wurde aber abgeblockt. Jetzt schieße ich nochmal drauf. Nein, auch abgeblockt. Das gibt's doch wohl hier nicht. Geil, den hauen wir jetzt mal um. So, du Arsch, du standst mir im Weg. Ja, das war jetzt ein bisschen verunglückt. Das war erst recht verunglückt. Schein, Asche auf mein Haupt. Schön abgeblockt. Und Joko. Hoffnungsträger Joko. Bester Spieler meiner Meinung nach. Also zumindest hat er die meisten Puckkontakte. Ja, Joko stand aber auch im Abseits. 6 Minuten 11 noch auf der Uhr. Und Bulli gewonnen. Wieder Joko. Und auf mich und ich verliere den Puck. Um Gottes Willen. Ja, hier Reinhardt, Fix oder wie auch immer ist. So, jetzt habe ich mir erstmal den Puck gesichert.
Weiter zu Russell. Yoko. Bis mein Name nicht mehr merken kann. Und da gibt er ihn ab. Ach, und ich lieg auf der Fresse. Ah, da hätte ich mal näher dranbleiben sollen. Egal. Passiert. Ja, einfach mal nach vorne hauen, kloppen. Egal, 2 Minuten. Zwischen 2 und 3 Minuten noch auf der Uhr. Habe jetzt keine Zeit, dahin zu gucken. Einfach nach vorne schießen. Bisschen Zeit schinden. Weil es steht ja 2 zu 0. Noch 1,5 Minuten. Und Keut. Nein, hinters Tor. Mal gucken, was kommt jetzt. Oh, wir verlieren ihn. Noch unter 1 Minute. Letzte Minute im Spiel. Letzten 50 Sekunden. Und wir haben den Puck. Ja, schinde Zeit, egal. Spiel rum, egal. Abseitswarnung. Nein, ich will nicht runter. Die letzten 20 Sekunden, die halte ich auch noch so aus. So, irgendwie. Oh, der Goalie von dem ist vom Feld. Das heißt, man könnte jetzt... Nein! Nein! Verdammt, ich wollte noch einen... Ich hätte jetzt ganz easy ein Tor schießen können. Ach, egal. Egal, wir gewinnen! Die St. John Sea Dogs sind Mastercard. So eine Kreditkarte, oder nicht? Memorial Cup Sieger! Die Oil Kings verlieren zum 2. Mal gegen die Sea Dogs. Ja, Enttäuschung macht sich breit. Ja, unser Goalie feiert. Gucken uns die Feierlichkeiten noch an. Ja, shake hands. Respekt vorm Gegner zollen. Und da ist der Pokal. Und irgendwie merke ich, ich böck hier zu viel rum. Ich hab voll den Kloß im Hals. Egal. Ja, Feierlichkeiten heute Abend. Das wird mit Champagner, Bier, Whisky und hat man nicht gesehen. Erstmal begossen. Was wiegt das Ding überhaupt? Das muss doch scheißen schwer sein. Die heben das, als ob es hier nichts wäre. Oder ist das Ding aus Plastik? Keine Ahnung. Ja, jeder darf mal ran. Hier, Gautier darf mal ran. Der Goalie darf das Ding auch mal halten. Jetzt gibt es noch ein schönes Siegerfoto. Gucken, mein Charakter ist ja irgendwie gar nicht zu sehen. Zumindest sehe ich ihn nicht. Ja, da haben wir einen mit einem blauen Auge. Ich sehe mich hier gerade nirgends. Auf jeden Fall. Memorial Cup Sieger Sea Dogs. Wuhu! Ja, das war's mit dem Memorial Cup. Nächstes Mal kommen wir dann zu den NHL Draft Dings, Bums, Kirchen. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und was ich immer hoffe, dass es euch gefällt und unterhalten hat. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es... Nee, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. So, wenn es heißt, das Eis brennt bei NHL 13 Be A Pro Modus. Bis dahin, haut rein, Leute.